Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe gerade diesen Look hier geschminkt und zwar mit der Urban Decay Naked Heat Palette. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Look entstanden ist, dann bleibt doch einfach dran. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes starten wir jetzt mal mit dem Becca Under Eye Brightener. Den trage ich mir jetzt einfach mit einem Pinsel hier unterm Auge auf. Und das Ganze verblende ich jetzt einfach hier mit diesem Beauty-Schwamm, also Beauty-Blender. Und ich finde, die Augenringe wirken dadurch schon mal wesentlich weniger. So, ich habe mir jetzt einmal Foundation, Bronzer und eine Augenbase aufgetragen. Genau, und wir gehen jetzt weiter. Und zwar möchte ich mit euch einen neuen Blush ausprobieren. Und zwar aus dieser Glossy Box Edition. Der Rosane von den beiden. Das steht jetzt hier hinten. Ah, hier hinten steht leider kein Name mehr drauf. Aber der war auf jeden Fall in der vorletzten Glossy Box im November, glaube ich. Das ist der aus dem Dezember. Und ich würde sagen, wir tragen jetzt den hier mal gemeinsam auf. Dafür nehme ich mir hier von BH Cosmetics einen Pinsel. Und zwar aus der Studio Pro Edition, die Nummer 2. Der ist hier so ein bisschen fluffiger, geht hier nach vorne und damit trage ich mir jetzt das Produkt auf. Und ich finde, dass es ein sehr schönes Finish ist, lässt sich schön verteilen, schön verblenden, gefällt mir richtig gut. Ich verlinke euch übrigens auch unten, beziehungsweise ich schreibe euch rein, welche Produkte ich jetzt genommen habe, die ich euch jetzt hier nicht gezeigt habe. Als nächstes nehme ich hier von Becca den Prismatic Amethyst und trage mir den als Highlight auf. Dann nehme ich einfach hier so einen Fächerpinsel. Und der macht halt so ein richtig schönes Changieren, so leicht rosa, lila changierendes Finish, was mir echt gut gefällt. Dann als nächstes nehme ich hier den Maybelline Total Temptation Brow Definer in der Farbe Blond. Das ist dieser neue, der rausgekommen ist. Der hat hier hinten so einen kleinen Spoolie und auch eine richtig spitze Form. Und den verwende ich jetzt das allererste Mal. Und gehe mir jetzt hier erst einmal durch die Augenbrauen. Thank you.
finde die Konsistenz von dem Stift schon mal sehr gut und ich finde auch, dass die Farbe ganz gut zu mir passt. Und was halt hier auch der Fall ist, dadurch, dass der so auch eine größere Fläche hat, kann man auch ein bisschen großflächiger arbeiten. Okay, also was mir jetzt irgendwie nicht ganz so gut gefällt, ist dieser kleine Spoolie. Also ich mag so eher so die länglicheren, schmaleren. Aber das Produkt an sich finde ich super. Lässt sich super leicht auftragen, super leicht zu verblenden. Und ja, also ich finde es für mich optimal. So, zum Fixieren nehme ich mir hier vom Pixi bei Petra diesen Brow Tamer. Der war ja auch einmal in einer Glossybox mit dabei. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Augen. Und da verwende ich hier von Urban Decay die Naked Heat Palette. Die habe ich mir jetzt zu Weihnachten selber gegönnt. Und ich finde sie mega schön. Als erstes gehe ich hier in diesen Farbton Owns, nennt sich der. Das ist ein ganz heller Ton mit so ganz leichtem Schimmer, finde ich. Und da setze ich mir jetzt einfach mal das komplette Auge. Ich hatte mir die Augenbase aufgetragen. Als nächstes gehe ich jetzt hier in diesen zweiten Farbton und der nennt sich Chaser und gebe mir den hier einfach in die Lidfalte. Als nächstes gehe ich hier in diesen Farbton Cheyenne, nennt sich der, und den gebe ich mir ebenfalls in die Lidfalte. Man braucht halt wirklich ganz wenig Produkt und hat gleich schon wirklich ein tolles Ergebnis, was auch nicht fleckig wird oder so. Also mir gefällt es richtig gut. Als nächstes gehe ich hier in diesen Farbton. Halt da. Das ist Ashes nennt sich der. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier hinten im äußeren V so ein bisschen auf.
Als nächstes nehme ich hier diesen Farbton Sorged und gebe mir den aufs bewegliche Lid. Ich finde den jetzt auch schon so schon recht intensiv, aber ich werde mir jetzt einmal von Rosenz einfach dieses Rosenwasser nehmen und meinen Pinsel damit ansprühen. Und tupfe mir das hier nochmal auf. Und dann wird das Ganze nochmal ein bisschen intensiver. Das gefällt mir echt gut. Dann nehme ich mir hier so einen abgeschrägten Pinsel und gehe nochmal in diesen Farbton Ashes, den ich im äußeren V verwendet habe. Und gebe mir den jetzt hier einfach an den unteren Wimpernkranz nochmal. Dann verblende ich das Ganze hier noch mal so ein bisschen. Und nach außen noch mal so ein bisschen verblenden. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich hier so einen kleinen Pinsel und verblende das hier auch nochmal. Dann nehme ich mir nochmal den Highlighter und einen Pinsel und gebe mir das Ganze jetzt hier in den inneren Augenwinkel. Ja, also gefällt mir richtig gut hier das Augen-Make-up. Ich glaube, ich lasse auch einen Lidstrich weg, weil mir das so eigentlich ganz, ganz gut gefällt. Und dann gebe ich mir einmal Fixing Spray auf. Und ziehe mir einmal die Lippen mit so einem durchsichtigen Lip Liner nach. Und dann habe ich mir hier von Urban Decay aus dieser Weiß-Serie ein Lipstick geholt. Und zwar Morning After Sheer ist der. Der sieht so aus. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Und das ist halt so ein richtig, richtig schöner Nude-Ton. Der gefällt mir richtig gut und er passt auch richtig gut zu mir. Also in den habe ich mich sofort verliebt. Ja, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ist halt schön dezent zu dem Augen-Make-up. Da braucht man nicht auch noch irgendwie so eine knallige Augenfarbe.
Ja, gefällt mir richtig gut. Ja. Jetzt fehlt nur noch die Mascara und da habe ich aus meinem Adventskalender von Miss Lean die Style Booster Mascara. Die sieht so aus. Und die werde ich mir jetzt mal auftragen. Und die hat auch so ein Gummibürstchen. Und da gebe ich mir jetzt noch eine zweite Schicht auf. Ja, ihr Lieben, das wäre dann mein fertiger Look mit der Urban Decay Naked Heat Palette. Mir gefällt es sehr, sehr gut und ich finde, man braucht hier einfach auch keinen Lidstrich, meiner Meinung nach. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Also ich bin richtig verliebt in die Palette. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!